Im Pazifik praktizieren die US Marines erfolgreich ihre Strategie des Inselspringens. Indem sie von Atoll zu Atoll weiter in Richtung Japan vordringen, schneiden sie die feindlichen Truppen vom Nachschub ab. Am 20. November um 5 Uhr morgens beginnt der Angriff auf Tarawa, eine Insel der Gilbertengruppe. Die GIs sehen sich hunderten von Maschinengewehrstellungen der Japaner gegenüber, die zudem mit Stahlbetonkappen gut gegen Luftangriffe gesichert sind. Die GIs müssen ungeschützt aus den Booten springen und durch das hüfthohe Wasser warten, während sie von den feindlichen Stellungen unter Beschuss genommen werden. Von der ersten Landungswelle, also der Menschenwelle, die dort landet, der ersten Landungsabteilung, werden 2/3 niedergemäht. Von der zweiten Landungswelle mehr. Von der dritten Landungswelle bleibt überhaupt nichts mehr übrig. Das war ein Atoll von 7 Quadratkilometern. Und die Amerikaner lasen in der Zeitung, dass für diese 7 Quadratkilometer 1000 GIs ihr Leben lassen mussten. Und man war entsetzt. So hatte man sich nun einen Krieg überhaupt nicht vorgestellt. Und das waren erst die Gilberten. Dahinter lagen noch 10.000 Kilometer. Von Atoll zu Atoll, von Insel zu Insel. Also es war ein utopisches Vorhaben, diesen Aderlass einer demokratisch verfassten Nation mit freier Presse zuzumuten. Und eigentlich ist es die Größe der amerikanischen Nation, dass sie die Mittel und die Entschlossenheit hatte, es dennoch zu versuchen. 3 Tage später ist es vorbei. Bei den Kämpfen um Tarawa sind fast alle der 4.600 Verteidiger ums Leben gekommen. Nur 17 Japaner und 129 koreanische Arbeiter, die meisten von ihnen verwundet, ergeben sich den amerikanischen Truppen. US-Präsident Roosevelt sieht sich aufgrund der hohen Verluste der Marines harscher Kritik ausgesetzt. Um den Krieg im Pazifik zu beschleunigen, setzt er auf Erfolge in China. Dort sollen die japanischen Truppen von den chinesischen Nationalisten geschwächt werden. Doch vor allem beim Nachschub gibt es Probleme. Mitte des Jahres hat Burma unter dem Druck der Japaner seine Unabhängigkeit vom Vereinten Königreich und den Alliierten den Krieg erklärt. Seit August plant ein Südostasien-Kommando die Rückeroberung der Kolonien. Gemeinsam mit chinesischen Truppen soll Burma von Norden aus zurückerobert werden. Auch den Nationalisten in Burma ist inzwischen klar, dass japanische Unabhängigkeitsversprechen nicht ernst gemeint waren. Sie nehmen Kontakt auf zu den alliierten Geheimdiensten und organisieren einen Aufstand gegen die Japaner. Im Norden Burmas vor Ort ist der Leiter des US-Geheimdienstes OSS William Donovan ein Freund des Präsidenten. Er soll erkunden, wie schlagkräftig die Streitkräfte der chinesischen Verbündeten sind. Die große strategische Rolle, die China zugedacht war, als dem Erben des britischen kolonialen Modells, was man in Indien untergehen sah, diesem Plan fehlten die finanziellen und militärischen Füße. Das war die Verzweiflung der amerikanischen Generäle, die versuchten, aus China ein kämpfendes Mitglied der Allianz zu machen. China war ein Hauptglied der westlichen Allianz. Man ernannte den Chiang Kai-shek zu einem der Weltpolizisten der künftigen UNO. Auf der Konferenz von Kairo wurde im Dezember 1943 eine künftige Weltordnung entworfen. Und diese Weltordnung basierte aus 4 Chefpolizisten. Das war Stalin, das war Churchill, das war Roosevelt und das war Chiang Kai-shek. Die USA unterstützen China mit über 5 Milliarden US-Dollar und Rüstungsgütern. Doch ein Großteil der Hilfe versickert im korrupten System Chiang Kai-sheks.
Trotz allem halten die Amerikaner an dem General fest. Bis zu seiner Niederlage gegen Mao Zedong 1949. Im Pazifik haben die US-Truppen inzwischen die Inselgruppe der Marianen erreicht. Die japanischen Soldaten verbergen sich im Dschungel und in weitläufigen Höhlensystemen. Die Marines setzen eine neue, grausame Waffe ein, die Flammenwerfer. In langwierigen Gefechten dringen sie Kilometer um Kilometer vorwärts ins Landesinnere. Durch diese Bastionen des Zentralpazifiks hinweg lernen es die Amerikaner durch den Erwerb der Kunst der amphibischen Landung in Luftschlagnähe an das japanische Mutterland heranzukommen. Das schaffen sie, den Weg über den Zentralpazifik, in der Zeit von Anfang 1943 bis Juli 1944. Im Juli 1944 landen sie auf Saipan. Es ist eine Insel in den Marianen und ungefähr 1900 Kilometer entfernt von Japan. Für die damaligen Flugzeuge ist es unmöglich, 1900 Kilometer hin und zurück zu fliegen. Aber man kann hinfliegen auf die japanischen Inseln und zurückfliegen nach China. Der Widerstand der japanischen Soldaten ist fanatisch. Um die Verteidiger aus ihren Höhlensystemen zu zwingen, perfektionieren die Amerikaner ihre Flammenwerfer-Taktik. In Gruppen attackieren sie die Höhlen, unterstützt durch Artillerie und Maschinengewehre. Japaner, die brennend aus ihren Höhlen stürmen, werden von den GIs niedergeschossen. 3 Wochen dauert das Schlachten. Da wird in Inselkämpfen der Kern der Kampfkraft der japanischen Verteidiger zermürbt. Sie erleiden unendliche Blutverluste. Der japanische Soldat ergibt sich nicht. Es gibt keine Kapitulation. Es gibt nur den Tod. Entweder als siegreicher Toter oder als heldenhaft untergegangener Toter. Die Gefangenen der Marines sind fast ausschließlich koreanische Zwangsarbeiter. Am Ende der Schlacht um Saipan haben etwa 24.000 Soldaten der japanischen Armee und rund 3.500 US Marines ihr Leben verloren. Seit ein paar Monaten wehrt sich das Kaiserreich Japan im Pazifik mit einer ungewöhnlichen Waffe gegen den Siegeszug der Amerikaner. Kamikaze. Wie einst der göttliche Wind, ein furchtbarer Taifun, die Flotte des Mongolenherrschers Kublai Khan zerstört hatte, sollen jetzt japanische Selbstmordflieger die feindlichen Flugzeugträger und Schlachtschiffe versenken. Und sie richten schwere Zerstörungen an. Bilder des Infernos an Bord des Flugzeugträgers USS Ticonderoga, gedreht von einem Kameramann der US Navy am 21. Januar 1945. Die Selbstmordpiloten können die amerikanische Übermacht nur kurzzeitig aufhalten. Die Marines erobern Insel für Insel im Pazifik, wenn auch mit hohen Verlusten. Am 19. Februar 1945 landen 30.000 GIs auf Iwo Jima. Die Japaner haben die unbewohnte Vulkaninsel zu einer Festung ausgebaut. Der Kommandant hat dem Kaiser geschworen, nicht zu kapitulieren. Und so leisten die Japaner fanatischen Widerstand. Fast 7.000 GIs werden getötet, 17.000 verletzt. In Washington planen die Strategen schon die nächsten Etappen im Pazifikkrieg. Man überlegte sich den Fall, dass bei einem Desaster auf den japanischen Inseln sich der Kaiser nach China zurückziehen konnte und dies nun zu seinem Reich erklärte
zu der letzten Bastion, an der sich der Westen tatsächlich die Zähne ausgebissen hätte. Es gab ja in China niemanden, der ihn daran hätte hindern können. Und so machte man Stalin einige Versprechungen. Denn er zeigte sich außerordentlich spröde und sagte in Jalta seinen amerikanischen Verhandlungspartnern und Waffenbrüdern: Nun, wir haben mit Japan einen Nicht-Angriffspakt. Die Japaner haben uns den ganzen Krieg hinüber nicht geschadet, nicht verletzt. Wir hegen keinen Hass gegen sie. Sollen wir diesen Vertrag brechen,